Schauen Sie mal, wie Schumacher an die Spitze stürmt und er jagte auch den Teamkollegen, jagte Jean-Louis Schlesser. Aber letztlich blieb es bei der alten Reihenfolge. Sauber Mercedes Nummer 1 vor Sauber Mercedes Nummer 2. Dahinter dann Nissan, überraschend an dritter Position mit der Startnummer 23, gefahren von Marc Plantel und Julian Bailey. Und dann erst die Jaguars, hier der Wagen von Jan Lammers und Andy Welles. Bester Porsche nach wie vor, der Just Porsche von Popolek und Frank Jelinski. Ja, und kein Glück für den Spice, dafür mehr Glück für Mercedes. Wieder gibt es einen Doppelsieg in Dijon in Frankreich. Jean-Louis Leclerc und Mauro Baldi werden dieses Rennen für sich entscheiden und damit den Vorsprung von Mercedes in der Teamwertung noch weiter ausbauen. Hier sehen wir, wie das Auto mit den roten Rückspiegeln, daran erkennt man nämlich den Wagen mit der Nummer 1, über die Ziellinie fährt. Und auch der Silberpfeil mit der Startnummer 2 quert die Ziellinie als Zweiter. Erneuter Doppelsieg, hier haben wir Jochen Maas noch auf den letzten Metern. Erneuter Doppelsieg also für die Silberpfeile in Dijon. Eine gute Voraussetzung für das nächste Rennen, das auf dem Nürburgring, also vor heimischem Publikum, stattfinden sollte. Hier sehen Sie das endgültige Schlussklassement. Beide Sauber Mercedes, dann der Nissan, dann die beiden Jaguars, wobei dieses Mal Lammers Welles die besseren waren. Freude im Team der Silberpfeile. Und das ist nun der Punktestand nach Dijon. Baldi Schlesser jetzt wieder die Spitzenreiter. Maas ist Dritter, Wendlinger Vierter. Sie sind ja beide nicht mehr miteinander gefahren. Und dann erst die Jaguars, wobei Welles hier das Feld anführt. Und Sauber Mercedes klar vorne mit 14 Punkten Vorsprung vor Sigkat Jaguar. Und dann der Nürburgring in der Eifel. Und dort vor heimischem Publikum zum ersten Mal in diesem Jahr in einem Just Porsche in der Gruppe C, Hans-Joachim Stuck. Hans-Stuck, erster Auftritt in der Gruppe C. Ich glaube, Sie haben das ganze Jahr darauf gewartet. Ja, das stimmt. Es macht unheimlich Spaß, mit diesen Autos zu fahren. Jetzt seit langer Zeit wieder mal die Autos mit viel Handpressdruck. Heute natürlich leichte Genickschmerzen, das ist klar. Man muss sich wieder an die Fliehkräfte gewöhnen. Und man hat bei Jost zusammen mit Porsche große Fortschritte gemacht. Die Autos gehen wirklich super, muss ich sagen. Wo liegt denn nun tatsächlich das Herz des Hans-Stuck? Beim Tourenwagen oder in dieser Gruppe C noch mehr? Alles zu seiner Zeit. Ich muss sagen, das Gruppe A-Geschäft mit Audi macht mir auch sehr viel Spaß. Wir haben da auch guten Erfolg gehabt bisher. Auf der anderen Seite, Gruppe C hat auch seine Vorteile. Wenn man wie ich beides machen kann, dann bin ich unheimlich glücklich darüber. Nun, Mercedes war wieder einmal auf der Pole, das war ja fast zu erwarten. Michael Schumacher war zweiter Mann im Mercedes Nummer 2. Und wir lassen dieses Mal Jean-Louis Leclerc für unsere englischen Freunde einmal dieses Rennen erläutern. Liebe Zuschauer, Jean-Louis Leclerc hatte vor allem Trouble ein bisschen mit dem Mercedes Nummer 2. Er hatte nicht erwartet, dass der so bald an die Boxen ging und er dachte schon, er hat ihn weit abgehängt. Und plötzlich war der Mercedes mit der Nummer 2 wieder da. Aber Jean-Louis Leclerc und Mauro Baldi konnten die Pace letztlich halten und fuhren wieder auf und davon. Hier sehen Sie den Siegeslauf von Leclerc. Baldi und Maas Schumacher beendeten das Rennen an zweiter Position. Traditioneller Kuss von Max Veldi auf den Kopf seines Teamchefs Peter Sauber. Und auch Mercedes-Vorstand Werner Niefer, der daneben stand und extra auf die Leitplanke geklettert war, freute sich natürlich über diesen Erfolg der Silberpfeile. Die Jaguars, hier haben wir sie beide gerade auf der Ziellinie gesehen, erneut geschlagen. Hier haben wir das offizielle Ergebnis. Noch einmal sauber Mercedes, die einzigen Autos noch in einer Runde beieinander. Der Rest des Feldes bereits eine Runde oder mehr zurück. Der beste Porsche wieder auf Platz 6 mit Bob Wolleck und Frank Jelinski. Nicht gerade Glück für Hans-Joachim Stuck und seinen Partner Jonathan Palmer. Der zweite Just Porsche war schon gleich zu Rennbeginn mit einem Motorschaden ausgefallen.
Und hier haben wir nun die Teamwertung. Sauber Mercedes rennt auf und davon. 19 Punkte Vorsprung mittlerweile vor Jaguar. Dahinter dann Nissan auf Platz 3, aber schon weit abgeschlagen. Genauso wie der Rest des Feldes. Erneut die traditionelle Mechanikerdusche der Mercedes-Monteure. Und dann die Fahrerwertung. Valli Schlesier punktgleich vorne vor Maas, Wendlinger, Wellers, Lammers, Brandl und Schumacher. Dann Werner Niefer. Was geht denn um den Vorstand vor, wenn er hier vor heimischem Publikum seine Autos siegen sieht? Ja, er ist glücklich und wünscht sich, dass auch die Menschen zufrieden sind und Freude daran haben. Nun, es waren 30.000 gekommen zu Nürburgring und die freuen sich sicher auch mit Jean-Louis Schlesier, Mauro Baldi, Jochen Maas und Michael Schumacher. Und dann nach Donington, da konnte schon die Entscheidung fallen. Zuvor aber gab es eine Premiere. Vorgestellt wurde der neue Spice, jetzt mit dem 12-Zylinder Lamborghini-Motor, den wir schon aus der Formel 1 kennen. Er soll nächstes Jahr fahren mit Bruno Giacomelli, dem recht unglücklichen Piloten aus der Formel 1, der mit dem Live gar nicht zufrieden ist. Mein Kollege Gustav Füsing spricht ihn darauf an und fragt ihn, was er denn nun hier erwartet. Nun meint er, für ihn ist das sicher hier eine neue Herausforderung, die ihn wieder ein bisschen aufbaut. Er fährt ja nicht nur den Spice mit dem neuen Lamborghini-Motor im Test, sondern er fährt auch die Spice Cosworth hier beim Rennen. Aber für ihn ist das hier eine Prestigefrage, dieses Auto mit dem Lamborghini-Motor zum Laufen zu bringen. Und er ist sehr, sehr glücklich da. Zweiter Fahrer könnte vielleicht kuriöser sein, der Holländer, aber er freut sich zwar drauf, weiß noch nicht, ob es laufen wird. Wie das Rennen in Donington laufen wird, liebe Zuschauer, sehen Sie gleich nach der Unterbrechung. Da sind wir wieder, liebe Zuschauer, bei unserem Saisonrückblick der Sportprototypen-Weltmeisterschaft 1990 im englischen Donington. Ansteht der siebte von 9 Läufen. Und wieder ist es ein Mercedes, der ganz vorne steht. Sie kennen ihn mittlerweile schon an den roten Rückspiegeln. Der Silberpfeil mit der Startnummer 1 und dieses Mal im Cockpit für den ersten Turn Mauro Baldi. Und daneben der zweite Mercedes, zum ersten Mal gefahren, neben Jochen Maas von Heinz-Harald Frenzen, dem dritten der drei Mercedes Junior. Der Start aus der engen Kehre heraus gelingt vortrefflich. Die Silberpfeile sind vorne an dieser ersten Kurve. Schauen wir mal, ob sie es auch noch in der zweiten oder dritten sind. Hier die beiden Spice übrigens, die weiß-rot-gelben, die hier gerade in Donington eine hervorragende Vorstellung geben werden. Nun, beide Mercedes nicht vorne, aber der mit der Nummer 1 und dazwischen dann der Nissan mit der Nummer 23 gefahren von Mark Blundell und Julian Bailey. Das Feld wieder gut weggekommen und mittlerweile kennen wir diese Bilder, liebe Zuschauer. Mercedes dominiert auch hier in England, wo sich die Raubkatzen von Jaguar wieder einmal viel vorgenommen hatten vor dem heimischen Publikum. Aber zunächst sah es gar nicht danach aus. Dafür überzeugte Spice. Sie sehen hier den ersten mit dem englischen Tourenwagen-Spezialisten Tim Harry besetzten, der respektlos den doch wesentlich starkeren Turbowagen von Nissan angeht. Hier gefahren von Kenny Atcherson, einem weiteren Briten. Und dann geht das Auto respektlos vorbei. Man muss natürlich immer wieder daran erinnern, liebe Zuschauer, erinnern Sie sich an unsere Reglement-Story. Die Spice Cosworths haben kein Spritlimit. Das ist der größte Unterschied gegenüber den Turbos. Aber sie sind dafür auch schwächer. Mauro Baldi fährt die schnellste Runde. Auch das sind wir langsam schon gewohnt. Und da geht nun Erik van der Poel, der Belgier, ehemals deutscher Tourenwagenmeisterschaft, respektlos auf den Jaguar los von Jan Lammers. Das kennzeichnet die typische Entwicklung, wenn Sie jetzt mal dran denken, liebe Zuschauer, dass im nächsten Jahr die Turboautos noch 100 Kilometer zu transportieren haben. Können Sie sich vielleicht vorstellen, was da abgehen wird. Da sind dann die Sauger gleichwertig. 31 Runden sind gefahren und wir haben wieder das übliche 1-2. Sauber Mercedes mit der Startnummer 1 vor Sauber Mercedes mit der Startnummer 2. Aber da gab es schon ein bisschen Probleme mit dem Wagen mit der Nummer 1. Leichte Rauchwolken, Sie sehen es, ein hoher Ölverbrauch. Man musste sogar einen zusätzlichen Boxenstopp einlegen.
aber nichtsdestotrotz. Sieg Nummer 6 ist gelaufen. Mauro Baldi ist über die Ziellinie gefahren und kraftlos, wieder einmal ohne Sprit, rollt der Nissan mit der Nummer 23. Und auch Jago hat Pech, denn obwohl Dritter hier im Rennen, wird man disqualifiziert wegen zu vielen Tankens. Man hat das Spritlimit überzogen. Dementsprechend stimmt hier die Einblendung nicht ganz. Jaguar ist nicht Dritter, sondern Dritter ist wieder einmal Speis zum zweiten Mal in diesem Jahr. Das kleine englische Team ganz oben mit auf dem Treppchen. Die Teamweltmeisterschaft ist damit entschieden. Mercedes hat den Titel erfolgreich verteidigt. Bei den Fahrern können noch Baldi, Schlesser und Maas Meister werden. Freude auf jeden Fall bei Mercedes. Heute war es sicher ein aufregendes Rennen, denn jeder hatte erwartet, dass wir gewinnen. Wir waren auch recht zuversichtlich, hatten aber bereits gestern Probleme mit der Elektronik, mussten heute das Ersatzfahrzeug einsetzen und bekamen im ersten Fahrzeug Probleme mit dem Ölverbrauch. Trotzdem, ich bin glücklich, dass es zum Doppelsieg gereicht hat. Und damit, liebe Zuschauer, nach Kanada, nach Montreal, zum vorletzten Lauf der Saison, dem letzten, den wir hier betrachten werden. Und betrachten werden wir auch ein neues Auto, das in Kanada Erstauftritt hatte und ein Hinweis zu sein scheint auf das, was 1991 passiert. Hier haben wir ihn, den neuen Peugeot 905. Er stand im Mittelpunkt mit dem neuen V10 3,5 Liter Saugmotor. Ein Auto mit futuristischem Aussehen von einer Flugzeugfirma entwickelt und gebaut. Peugeot mit Riesenaufwand in Kanada. Warum, sagt uns Chantot. What was the reason that you did this step? Well, first of all, because when we decided to stop Rally World Championship... Peugeot war ja bislang lange in der Rallye-Weltmeisterschaft unterwegs gewesen und man hat zweimal den Weltmeistertitel gewonnen. Dann hat man viermal die Paris-Dakar gewonnen. Und dann suchte man eben eine neue Herausforderung. Und da meinte man, die Gruppe C sei das Richtige, es sind viele Hersteller drin. Und darum hat man sich entschieden, eben in die Gruppe C standesgemäß wie ein richtiges Werk einzusteigen. Fahrer dieses Auto neben Jean-Pierre Jabouille, Keke Rosberg. Keke Rosberg, knapp 4 Jahre sind vorbei. Da hat der Keke Rosberg mal gesagt, Rennen fahren, nie mehr wieder. Jetzt ist er wieder dabei. Was hat Sie eigentlich dazu getrieben? Ja, erstens glaube ich, nach 22 Jahren Rennsport, eine kurze Pause, eine Beschäftigung in einem anderen Gebiet tut jedem mal gut. Und zweitens muss man natürlich sagen, dass die Chance mit Peugeot kam total unberechnet. Ich habe nie gedacht, dass für einen Pensionierten noch eine Chance gibt, ohne dass man selber daran arbeitet, mit so einem Projekt an Top-Niveau wie dem Motorsport zu treiben. Die Hauptfrage aber war, wie wird sich die Fahrerweltmeisterschaft entscheiden? Jean-Louis Schlesser hier wieder mit Mauro Baldi in einem Auto, beide vielleicht gleichzeitig Weltmeister oder vielleicht doch noch Jochen Maas, der hier mit Karl Wendlinger wieder an den Start geht. Jochen Maas, was meinte er denn selber zu dieser Frage? Wir stellten sie ihm kurz vor dem Start. Jochen Maas, 6 Punkte Rückstand, vorletztes Rennen. Rechnen Sie sich eigentlich noch Chancen aus, vielleicht doch mal Weltmeister zu werden im Mercedes? Ich habe mir das folgendermaßen vorgestellt, die fallen aus, ich gewinne jetzt zweimal und damit hat es nichts. Es ist schwierig natürlich, selbst wenn ich zweimal gewinnen würde, wenn die zweimal Zweiter werden, bin ich immer noch punktgleich. Aber durch die Streichresultate, glaube ich, müssten die einen Sieg abgeben und ich nur einen zweiten Platz, sodass ich dann 3 Punkte vorne wäre, aber erst müsste ich es mal gewinnen. Ja, erst müsste ich mal gewinnen und zunächst einmal gewonnen hatte wieder Jean-Louis Schlesser, der die Pole-Zeit herausgefahren hat, Trainingsschnellster gewesen ist. Jochen Maas hier nur an 4. Position, als es auf die 110 Runden Reise ging. Überraschend auf zweitschnellster Position der Nissan mit der Nummer 23. Man erwartete hohen Spritverbrauch und das konnte vielleicht sogar die Entscheidung bringen. Aber, liebe Zuschauer, wieder einmal sollte alles ganz anders kommen. Zunächst einmal sicher war Jean-Louis Schlesser vorne. Es ging ohne Probleme durch das erste S.
Wir sehen hier Schlesier vor Martin Brandl. Das Duell des Rennbeginns. Und der Jaguar drückte mächtig. Jaguar wollte unbedingt noch einmal gewinnen, hatte zu diesem Rennen sogar deswegen Brandl und Jan Lammers in einem Auto zusammengesetzt. Und die Raubkatze ließ auch keine Ruhe, blieb hartnäckig im Heck des Silberpfeils. Und dann, Sie sehen es hier, passierte es. Martin Brandl an Jean-Louis Schlesser vorbei. Der Jaguar schlägt wieder einmal den Mercedes. Nur einmal ist das in diesem Jahr passiert, nämlich in Spa. Und dann in der sechsten Runde passierte dies. François Migaud, der 45-jährige Franzose aus Le Mans, geriet mit seinem Speis von der Strecke, knallte in die Mauer. Und der Porsche 962C, der Gebrüder Almaraz, hatte Riesenglück, dass er nicht in das halbe Wrack hier hineingeknallt wird. Das Auto stand an exponierter Stelle. Pace Car zum ersten Mal in diesem Jahr wurde das Rennen neutralisiert. Acht Runden lang. Dann ging es weiter in der alten Reihenfolge und dann erwischte es zum ersten Mal Keke Rosberg. Da sehen wir ihn ganz rechts außen mit dem Peugeot. Er will am Speis noch vorbei, hat ihn beinahe gerammt und dreht sich vor dem rot-gelben Engländer. Setzt das Auto zwar gleich wieder in Fahrtrichtung, muss noch Konkurrenten passieren lassen, kann aber dann zunächst ungehindert weiterfahren. Eine kritische Situation für den Mann und den Wagen, der hier rund an 12. Position fährt. Aber dann ging es los. Franz Conrad nach einem Tete-a-Tete mit dem Obermeier Porsche von Altenbach. Dann steht der Peugeot, die Benzinpumpe geht nicht mehr. Und außerdem der Speis von Gabbiani noch an der Strecke. Was blieb der Rennleitung anderes übrig, als erneut das Pace Car hinauszufahren? Aber das erwischte dann auch noch das falsche Auto, denn der führende Martin Brandl war schon vorbei. Mercedes dahinter auf Platz 2 und 3. Ja, ein Riesendurcheinander. Aber das löste sich dann von selbst, weil nämlich eine ganze Reihe von Teams und Fahrern die Chance nutzten, während der Neutralisationsphase an die Boxen zu gehen, zu tanken, Reifen zu wechseln und auch den Fahrerwechsel durchzuführen. Noch einmal dauerte es acht Runden, bis es wieder weiterging in diesem nun schon chaotischen Rennen von Montreal in Kanada. Und überraschend war Harald Groß nun vorne, hier mit dem Obermeier Porsche mit der Startnummer 26, der Nippel aus Essen. Davon hat er schon lange mal geträumt, einen WM-Lauf anzuführen. Aber die Konkurrenz schlief nicht, liebe Zuschauer. Harald Groß musste ja auch mal irgendwann an die Boxen. Dann kam zunächst der Nissan mit der Nummer 23 und letztlich die beiden Silberpfeile, die vorne fuhren. Aber einer da nicht mehr, nämlich Karl Wendlinger, mit einem Blattfuß fuhr, fiel er auf den achten Platz zurück. Und auch für Martin Brandl war das Rennen bald zu Ende. Schlesser gewann zwar, aber das Rennen musste schon nach 62 Runden abgebrochen werden. Was war passiert? Drei Porsche-Wagen wegen eines herumfliegenden Kanaldeckels zusammengecrasht und der von Jesus Baraya brannte lichterlos. Aber dem Jesus ist nichts passiert. Wir haben ihm rechts und auch Harald Ruismann nichts. Nach dem Rennen fragen wir ihn, hast du dich denn daran erinnert, was passiert ist? Sagt er, ich erinnere mich perfekt an alles, was los war. Ich war hinter dem Kuga Porsche und dann kam ein Drum geflogen. Das war wohl der Kanaldeckel und der schmetterte in das Auto. Und in diesem Moment, ich habe es gefühlt, wie das gekracht hat. Da habe ich dann nur noch gewartet. Ich habe darauf gewartet, dass das Auto zum Stehen gekommen ist. Dann habe ich schon während des Ausrollens den Gurt aufgemacht. Ja, und dann bin ich ausgestiegen. Sieg für Mercedes nach 62 Runden. Es gab nur halbe Punkte in Montreal, liebe Zuschauer. Und so sieht es nun aus, bevor es nach Mexiko geht in der Punktewertung. Baldi Schlesier vor Maas Wendlinger und Welles Lammers in der Fahrerwertung. Wahrscheinlich Schlesinger und Baldi vorne. Und in der Teamwertung bleibt es natürlich beim Weltmeister Mercedes 1990.